Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz recht herzlich hier zum heutigen Wochenimpuls. Hier auf meinem Kanal findest du ja wöchentlich oder alle 2 Wochen, je nachdem wie ich Zeit habe, ein Video von mir, in dem ich dir hier mit Hilfe einer Tarotkarte ein bestimmtes Thema erläutern werde. Das ist natürlich auch immer so, wann du dieses Video findest, zu welcher Zeit du dieses Video findest, kannst du auch immer gucken, ob das Video gerade dann jetzt, wenn du es findest, mit dir in Resonanz geht und was es dir ganz persönlich zu sagen hat, insbesondere auch die Karte. Ich hatte heute Morgen so ein faszinierendes Erlebnis im Wald mit so einem kleinen Vögelchen. Das hüpfte so vom Baum runter und war so recht nah. Und ich muss dazu sagen, es war noch sehr früh morgens und ich hatte auch meine Kontaktlinsen noch nicht drin. Und ich fand das so schade, weil ich konnte das Vögelchen nicht so genau sehen. Und habe dann so gesagt, ich sag, komm, trau dich runter. Hol mal, komm mal näher ran. Und dann hüpfte der immer so dreimal, blieb dann stehen und hüpfte noch näher, blieb stehen. Und ich konnte so diesen Punkt abpassen. Im Moment meditiere ich sehr viel und ich konnte diesen Punkt abpassen, wo bei mir so eine Erwartungshaltung reinkam und mein Herz schneller schlug. Also wo ich so dachte, so, oh, jetzt kommt er aber wirklich sehr nah. Boah, wenn er sich jetzt auf meinen Fuß setzen würde, das wäre super geil. Und in dem Moment, wo ich das dachte und mein Herz schneller schlug, drehte dieses kleine Vögelchen schon wieder ab. Und da habe ich sehr deutlich gemerkt, wie unsere Erwartungshaltung, unsere gesamte Frequenz, unser So-Sein verändert. Und ja, dann habe ich mich so in Gedanken mit diesem kleinen Vögelchen unterhalten. Und ja, deswegen bin ich total gespannt, was ich jetzt wohl für eine Karte ziehe und ob es auch bei der Karte um das Thema Erwartungen geht, Erwartungshaltung geht. Lass uns einfach mal schauen. Ich mische die Karten hier, damit du siehst, dass ich hier nichts irgendwie so. Und dann möchte ich gerne hier mal eine Karte haben, die uns dieses Thema vielleicht auch so ein bisschen erläutert im Hier und Jetzt leben. Denn Achtsamkeit bedeutet ja, dass ich erwartungsfrei, bewertungsfrei, urteilsfrei an bestimmte Dinge herangehe. Und ich glaube, das kann ich im Moment ganz gut. Aber wir gucken einfach mal, welche Karte uns dieses Thema spiegeln könnte. Ich glaube, diese hier. So. Aber schau du erstmal, oh, das Teufelchen. Schau du erstmal auf diese Karte drauf, lass die Karte auf dich wirken und dann sehen wir uns gleich. Wenn du Zeit brauchst, drückst du nochmal auf die Stoppkaste. Vielleicht hat die Karte dir auch ganz persönlich was zu sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dir hier die Karte erkläre. Bleib also dran. Ja, spannend. Bei der Karte geht es genau darum. Du siehst, hier haben sich zwei an so eine Schattenbox gekettet. Und die Karte symbolisiert, dass wir uns manchmal in bestimmten Konstrukten selbst gefangen halten. Einfach, weil unsere Erwartung und unsere Überzeugung, dass etwas genau so ausgeht und gar nicht anders ausgehen kann, so fest verdrahtet ist in unserem Gehirn, dass wir nichts anderes mehr sehen oder wahrnehmen können. Das heißt, diese beiden haben sich an so eine Schattenbox gekettet und sie haben sich damit an ein Tier gekettet, was es so eigentlich nicht gibt. Also so einen gehörnten, ziegenkopfmäßigen, Fledermausflügel tragenden, mit Schafsbeinen Typen gibt es eigentlich nicht. Also ist der Teufel in dem Sinne die Illusion, an die wir uns gekettet haben. Und deswegen, das finde ich immer so spannend im Tarot, manche zucken zusammen, aber der Teufel ist gar nicht als etwas Negatives zu betrachten, sondern es geht lediglich um eine Illusion, derer wir anheften. Die Illusionen kommen aber zustande durch unsere Überzeugungen, unsere Erwartungen, unsere Empfindungen, die wir im Laufe des Lebens abgespeichert haben und als die Realität betrachten. Und wenn du dir das Bild mal genauer anguckst, die beiden könnten sich sofort befreien aus dieser Kiste. Sie könnten ihre Fesseln abnehmen. Die liegen so locker um ihren Hälsen drum, dass sie sie ohne weiteres einfach vom Hals streifen könnten und dann könnten sie ihr Ding machen oder ihr Leben leben. Aber ihnen scheint diese Schattenbox komischerweise als sicherer, als sich zu trauen, jetzt wirklich ja ihr Leben zu leben und Schritte ins Unbekannte, ins Neue zu gehen. Das kennen sie. Und deswegen ist diese Karte so ein bisschen teuflisch, denn da ist natürlich keine Entwicklung und kein Voranschreiten letztendlich möglich. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der hier durch die Karte auch ausgedrückt wird. Ja, und um dir das jetzt so ein bisschen zu verdeutlichen, erstmal möchte ich dir noch diese Geschichte auch erzählen mit dem kleinen Vögelchen, weil
Das war genau dieses Gefühl, was da in mir ausgelöst worden war. Dieses kleine Vögelchen, das tapste jetzt von diesem Baum in meine Richtung. Und ich habe das angeguckt und ich war komplett im Hier und Jetzt. Also ich habe auch so ein bisschen meditiert, als ich da gesessen habe. Da sind immer in diesem kleinen Waldstück so Stühle, die da stehen. Und ich war ganz im Hier und Jetzt. Und dann tapste das noch näher ran. Und ich habe das nicht bewertet, nicht verurteilt. Ich habe mich nur gefreut, dass es so nah an mich rankam. Und dann kam irgendwann dieser Gedanke, boah, vielleicht kommt das jetzt noch näher. Vielleicht setze ich das jetzt auf meine Hand. Und das war quasi schon der Moment, in dem der kleine Vogel abdrehte und zu dem Baum wieder zurückhüpfte. Wo mir so klar wurde, guck mal, mit meiner Erwartungshaltung habe ich auf einmal was ganz anderes ausgestrahlt. Da war ich nicht mehr präsent im Hier und Jetzt. Und als wenn das Vögelchen das gemerkt hätte. Und dann habe ich so in so einem inneren Dialog, ich sag, du bist mir ja vielleicht einer, jetzt drehst du ab, wa? Und dann kam so eine Idee so, naja, ich weiß ja, ihr Menschen tut mir nicht gut. Und ich habe so gedacht, ich kann mir gar keinen Menschen vorstellen, der so einen kleinen Spatz auf der Hand hat und irgendwas Böses damit macht. Ich denke, komm, du hast doch noch gar keine Erfahrung, keine böse Erfahrung mit Menschen gehabt. Dann ist mir aber auch schnell bewusst geworden, naja, ich persönlich habe ja auch noch keine Erfahrung damit gehabt, wie es sich anfühlt, von einem Viadukt zu springen oder sonst etwas. Ich weiß aber trotzdem, dass es mir nicht gut tut. Ich würde es ja trotzdem nicht machen, weil ich etwas als Wissen abgespeichert habe. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass unser Wissen, also das, was wir glauben zu wissen, das, was wir glauben zu sein, dass uns das halt manchmal wirklich enorm anketten kann und dass uns das den Blick für das große Ganze halt eben versperrt. Und vor allen Dingen habe ich auch genau gespürt, wie meine Erwartungshaltung, dass doch dieses Vögelchen jetzt bitte noch näher, damit ich eine Sensation hätte und so ein Vögelchen auf dem Fuß oder auf der Hand hätte, damit ich dieses Sensationsgefühl erleben könnte, dass genau diese Erwartungshaltung in meinem Körper plötzlich etwas umgeschaltet hat und ich war nicht mehr im Hier und Jetzt und plötzlich wurde das Ganze, dann war ich dann auch traurig, als der Vogel wieder abdrehte. Und das ist mir heute Morgen so bewusst geworden. Deswegen habe ich vermutlich jetzt auch hier diese Karte dazu gezogen. Also wie gesagt, die Karten spiegeln immer unser Inneres wider und können uns Dinge, die wir im Außen erleben, erklären und Dinge besser verdeutlichen. Und da ist die Karte natürlich ideal zu geeignet. Denn die beiden, die leben das Leben, was sie kennen und haben sich an das Leben gekettet, was sie kennen. Weil es bekannt ist, ist es irgendwie sicher und sie trauen sich nicht, etwas Neues zu versuchen. Darum geht es hier bei der Karte. Und wenn ihr euch die Blicke der beiden anguckt, die sind auch so leer, die sind so wenig lebendig. Und das drückt sich hier in der Karte halt eben auch aus. Da wird lieber das gelebt, was man kennt, wenn es sich auch sehr eng anfühlt, als das zu leben, was irgendwie im Unbekannten ist und einfach ins Hier und Jetzt zu gehen und kommen zu lassen, was kommen möchte und gehen zu lassen, was gehen möchte, ohne dass wir die Dinge kommentieren, deklarieren, was Bestimmtes erwarten, sondern dass wir uns einfach nur einschwingen in den Fluss des Lebens, der sich uns da bietet. Ja, und dazu habe ich euch mal hier so etwas Kleines, also ich bereite ja immer zu den Karten auch ein bisschen was vor und da habe ich euch mal hier so etwas Kleines mitgebracht und zwar ist das hier. Schaut euch das mal bitte an, ich tue mal die Karte im Moment zur Seite. Und sagt mir mal spontan, was ihr hier auf diesem Blatt Papier seht. Da werdet ihr vermutlich spontan alle sagen, im schwarzen Kreis. Und das ist absolut richtig, ja. Aber vielleicht haben auch die einen oder anderen gesagt, ich sehe ein weißes Blatt. Denn das ist das andere. Dieser schwarze Kreis findet auf einem weißen Blatt statt. Und viele sehen immer nur das Gegenständliche, das Offensichtliche, niemals aber den Raum, auf dem es oder in dem es sich befindet. Und das finde ich hier bei diesen, das mache ich schon mal manchmal in meinen Kursen, ich sage, was seht ihr hier? Und dann sagen meine Kursteilnehmer, ein Kreis, ein Kreis, ein Kreis, ein Kreis. Und dann sage ich, ja, aber da ist auch ein Blatt, da ist auch ein unbeschriebenes oder ein weißes Blatt, auf dem der Kreis stattfindet. Und das soll euren Blick so ein bisschen weiten, damit ihr eben nicht immer auf das guckt, was euch bekannt ist, auf das guckt, was ihr schon wisst über euch, auf das guckt, was ihr erwartet, denn dann kann nichts Neues passieren. Macht euch immer mal wieder ganz leer. Achtet auf diesen leeren Raum hinter euren Gedanken, auf den leeren Raum hinter euren Gefühlen. Lasst das Unbekannte mal mehr zu. Das kann so spannend sein.
Und dann werdet ihr merken, nehmt ihr sofort den Druck aus dem Leben raus. Lasst mal die Zukunftsbilder beiseite oder die Bilder der Vergangenheit beiseite und schaut einfach mal, was sich euch der nächste Tag an Neuigkeiten bietet. Und wenn da ein kleines Vögelchen sitzt und das hüpft auf euch zu, dann sitzt da ein kleines Vögelchen und das hüpft auf euch zu. Ja, so viel dazu. Ich werde hier gleich noch eine kleine Sketchnote zu verfassen und die wird es dann auch noch bei Instagram geben. Und deswegen abonniere meinen Kanal, verpasse nichts und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Urlaub und ich wollte ihn auch genießen. Auch nochmal meine Facebook-Gruppe. Nicht, dass ihr euch wundert, aber dann mache ich auch so ein bisschen Social-Media-Urlaub. Aber ab nächste Woche, also Anfang August, geht es dann wieder weiter. Und deswegen abonniere mich hier ganz schnell, gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, eure Britta.